Hallo, liebe Freunde von SWNTV. Also heute gehen wir mal in den Hirschkeller da in Schweinfurt und mal schauen, was da alles gibt. So, das ist also das Hochzeitsessen von der Renate, wo sie sich bestellt hat. Sieht ganz gut aus, ne? Ja. Und das ist also die Ofenkartoffel mit Lachs und Salat. So, hallo, liebe SWN-Freunde. Also, wie war das Essen? Der Salat war in der Schüssel, da war also überhaupt nicht angemacht, hat weder Öl noch Essig gesehen. War also so, wie auf draußen wächst, so war der also im Teller. Der Lachs war kalt, wie aus dem Kühlhaus. Aber naja, wenn ich es bewährt, wie es geschmeckt hat, also geschmacklich war es gut, war es in Ordnung. Die Renate, ihr Hochzeitsessen, die ist also sehr begeistert. Ja, ihr Essen schmeckt sehr, sehr gut, hat sie gesagt. Und, naja, und die Räumlichkeit hier in Hirschkeller ist natürlich eine Wahnsinn. Ne? Hallo liebe SWN-Freunde, also heute waren wir im Hirschkeller in Schweinfurt. Also eine wunderschöne Gastronomie, ein wunderschönes Gasthaus. Also schön eingerichtet, man fühlt sich wohl drin. Es waren viele Leute drin, deswegen konnten wir auch nicht filmen drin. Es hat allen gut geschmeckt, hat man gemerkt. Für die Renate, ihr Hochzeitsessen war auch sehr, sehr gut, hat sie gesagt. Das Fleisch war ein wenig trocken. Für bei mir war, wie gesagt, habe ich vorhin schon mal gesagt, der Salat, der hätte ein wenig aufgemacht gehört. Aber ansonsten sind wir zufrieden. Man kann ja weiterempfehlen, Hirschkeller. Und man hat ja gesehen, das Gasthaus war voll prägend, voll mit Leuten. Ne? Also an Kundschaft fehlt es denn ja nicht. Und man kann dann gleich am Meer wieder entlanglaufen da in Schweinfurt. Und ja, also, wenn ihr mal nicht wisst, wo ich, ja, was ich noch sagen will, für die Veganer und Vegetarier. Also es gibt wirklich zwei Seiten, vegetarische und vegane Gerichte. Das muss man erst mal woanders finden, gell? Also, ich wünsche euch einen schönen Sonntag, lasst euch gut gehen.